Herzlich willkommen! In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Verknüpfungen von Mengen in Venn-Diagrammen darstellen kannst. Das Skript und die weiteren Beispiele findest du wie gehabt auf meiner Homepage. Die Durchschnittsmenge A und B besteht aus den Elementen, die in A und in B enthalten sind. Betrachten wir dazu grafisch ein Venn-Diagramm. Das ist die Fläche, in der die beiden Mengen überlappen. Die Elemente, die in beiden Mengen vorkommen. A geschnitten mit B. Die Vereinigungsmenge A vereinigt mit B besteht aus den Elementen, die in A oder in B oder in beiden vorkommen. Betrachten wir dazu ein Venn-Diagramm. Die Vereinigungsmenge besteht dann aus der gesamten Fläche. Das heißt, aus allen Elementen, die in A oder in B vorkommen. A vereinigt mit B. Die Differenzmenge A ohne B besteht aus den Elementen, die in A liegen, aber nicht in B liegen. Betrachten wir dazu wieder das Venn-Diagramm. Alle Elemente, die in A, aber nicht in B vorkommen. Das heißt, wir müssen hier diese Fläche begrenzen. Diese Markierung ist A ohne B. Beispiel 1a. Stelle folgende Mengenverknüpfung durch Anmalen der entsprechenden Fläche im Venn-Diagramm dar. Wenn ein Klammerausdruck vorkommt und so wie hier kommen drei Mengen vor, dann ist es wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen. Wir beginnen mit dem Klammerausdruck B geschnitten mit C. Das sind die Elemente, die in B und in C vorkommen, das ist die grün markierte Fläche. Und diese grün markierte Fläche schneiden wir jetzt noch mit der Menge A. Das heißt, die Durchschnittsmenge von A geschnitten mit der Schnittmenge von B und C. Das ist dann nur mehr diese mittlere Fläche. Alle Elemente, die in A und in B und in C vorkommen. Beispiel 1b. Wir beginnen wieder mit dem Klammerausdruck A ohne C. Das ist diese Fläche hier. Das gesamte A, außer die Teile, wo auch das C vorkommt. Und diese grün markierte Fläche schneiden wir noch mit B. Wir brauchen noch die Durchschnittsmenge. Übrig bleibt dann nur mehr dieser rot markierte Teil. 1c, zwei Klammerausdrücke. Wir gehen Schritt für Schritt vor. A vereinigt mit B ist die Menge, die in A oder in B oder in beiden Mengen vorkommt. Das heißt, dieser gesamte Teil. Dann haben wir B vereinigt mit C. Das heißt, dieser gesamte Teil, alles was in B oder in C vorkommt. Und diese beiden Mengen werden jetzt geschnitten. Die Verknüpfung besteht nun aus der Fläche, die jetzt von beiden Farben angemalt ist, da wir ein Vereinigt haben und das Vereinigt steht für und. Beispiel 1d, Schritt für Schritt vorgehen. Wir beginnen mit B ohne C. Das ist hier unsere grün markierte Fläche. Und von dieser Fläche entfernen wir dann noch die Menge A. Übrig bleibt dann nur mehr diese rot markierte Fläche.